Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof. So, heute aufräumen, Expo und Abend genießen. Es steht so ein bisschen auf dem Programm von heute. Was sie dann ähnlich tun, weiß ich noch nicht. Das ist alles ein bisschen verschmolzen bei meinen Softboxen. Also wirklich komisch. Das ist alles. So, nach dem heutigen Tag, wo wir ein bisschen auf dieser Messe waren, wo wir ein bisschen aufgeräumt haben, was wir hier neben mir sehen, beziehungsweise ich aufgeräumt habe, sind wir jetzt nun auch zu Hause angekommen. Also naja, sind schon lange zu Hause. Ich schneide jetzt einen Vlog. Ich hoffe, ich kriege irgendwie eine gewisse Zeit hin. Immerhin hat es heute den ganzen Tag geregnet. Danach habe ich mich noch ein bisschen mit allen unterhalten, die dort waren, die ich kannte. Wurde dreimal weggeschickt, da ich die Cam davor hatte. Und. Aber das ist ja nicht so wichtig. Jedenfalls, naja. Das war's vom heutigen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Und dann gucken wir mal, was wir dann morgen tun werden und was für ein Tag das Ganze wird. Morgen hat noch meine Mama Geburtstag, deswegen werde ich dort auch noch auftreten, beziehungsweise auch dabei sein, das direkt nach der Arbeit. Und deswegen werde ich auch die große Cam hier mitnehmen und nicht die, also die kleine vielleicht, oder vielleicht nur die kleine. Ich weiß es noch nicht. Jedenfalls morgen pisst wahrscheinlich wieder einmal den ganzen Tag, was ich auch mies finde. Hoffentlich aufs Wochenende dann nicht mehr. Ich würde mal sagen, für die, die jetzt schlafen gehen, gute Nacht. Ansonsten die aufstehenden Vlog dann sehen, einen schönen Tag und guten Morgen. Und die es mittags sehen, einen guten Appetit. Haut rein. Okay, dennoch eine kurze Zwischensequenz, bevor der Vlog tatsächlich endet. Für die, die sich fragen, wo es bei mir hingeht, also wo ich hinziehe, die sollten den Vlog von letztem Sonntag, soweit mir es ist, nachträglich nochmals gucken. Denn dort hat man gesehen, wo es bald irgendwann mal hingeht. Also allgemein, die Baustelle, wo wir immer besucht haben, ist unser neues Zuhause und ich merke, dass ich den Nachkuchen laden muss, sonst habe ich morgen keines Problem. Problem ist bei mir. Ich habe meine Abschlussprüfung und ich kann nicht alles packen, aber wie wir hier hinten sehen, habe ich dann noch schon einen Riesenteil gepackt und naja, das ist nicht ganz so das, was ich eigentlich wollte, denn ich habe hier alles Kamerazeug noch offen gelassen, habe jetzt auch die 5D eingepackt. Hier habe ich Mac-Dinge. So, und das, alle Kisten mit GoPro-Stuff und. Und ich hoffe, ich verwende das Zeug nicht mehr, sonst habe ich ein riesen Problem. Also ich habe jetzt hier noch die GoPro 4, so bei mir ist, griffbereit, genau hier unten drin. Und den Rest ist in Kisten. Mac ist hier verpackt. Ne, da ist der Mac, hier ist mein zweiter Bildschirm, hier ist mein Bild. Die Softbox, die kaputt ist, das gleiche mit der hier auch. Die Drohne ist noch da, Verpackung liegt aber auch schon da. Und dieses Ding hier, wer Interesse hat, kann sich melden. Ich will es nicht mehr. Also schreibt es mir in den Kommentaren. Ich kann das Ding gerne verlosen. Naja, na sonst, ihr seht, alles nimmt nur noch ab. Und ich hasse es so zu leben.